Heute zeige ich euch, wie ihr aus einer ganz einfachen Plane ein richtig bequemes Tipi machen könnt, indem ihr sogar kochen könnt. Viel Spaß! Wie ihr seht, habe ich die Plane schon ausgebreitet. In dem Fall habe ich jetzt das unter einem Ast gemacht, an dem ich nachher das Tarp festbinden werde. Aber dazu nachher mehr. An der ausgebreiteten Plane habe ich hier und hier jeweils einen Hering gesetzt. In der offenen Variante haben wir hier diese Öse genommen, die äußere Kante. Dieses Mal nehmen wir die nächste, nach innen gezogene Kante. Legen wir hier Pi mal Daumen 90 Grad zu unserem ersten Hering. Muss noch nicht ganz genau sein, wir justieren das Ganze noch. Dasselbe natürlich auf der anderen Seite. Wenn ich nun das Ganze einfach hochhebe, sieht man recht schnell, wo die Reise hingeht. Einfach die Mitte greifen und hoch damit. Wunderbare Sache. Wer drinnen eventuell sogar ein Feuer machen möchte oder kochen, einfach hier im oberen Teil ein Stück Holz querlegen und schon habt ihr die Tüte offen. So, wie ihr seht, ist hier genug Platz für zwei Leute, wenn man das möchte. Wird ein bisschen kuschelig, aber im Notfall geht das schon. Hier, wo ich gerade stehe, würde ich die Kochstelle hinmachen. Hier haben wir schön einen Rauchabzug. Dann wird es hier drin auch richtig schön warm. Und man bleibt natürlich trocken und ist vom Wind geschützt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein kleines Like und ein Subscribe da. Ansonsten schaut doch mal auf der Seite Survival Deutschland auf Facebook vorbei. Mein kleines Online-Magazin, wo ich euch über alles Mögliche auf dem Laufenden halte und auch gerne immer eure Fragen beantworte. Für die, die an den Tablets sitzen oder sonst so weiter und sich gerne diese zwei Videos hier noch anschauen würden, einfach unten in der Videobeschreibung habe ich euch alles verlinkt. Genauso da, wo die ganze Musik immer herkommt und so weiter und so fort. Einfach mal in die Infobox. Bis bald. Stefan.